ARD-Journalistin Anja Kohl rastet vollkommen aus und fordert, dass Sarah Wagenknecht von bestimmten politischen Debatten ausgeschlossen werden soll. Positiv überraschend tut in diesem Kontext der ehemalige CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet. Doch seht selbst. Wir werden gleich Zeuge eines wirklich bemerkenswerten Eklats in einer relativ langweiligen Abendtalkshow im Öffentlich-Rechtlichen. Also wenn Sie den Vergleich ziehen zur Nachrüstungsdebatte, Ja. sowjetische SS-20-Raketen bedrohen Deutschland, Ja. Mitteleuropa. Helmut Schmidt sagt, wenn ihr die in 4 Jahren nicht abbaut, bauen wir welche auf. Er scheitert am Ende darüber und Helmut Kohl setzt es dann durch. Und wir haben Hunderttausende bei Friedensdemonstrationen, 300.000 im Bonner Hofgarten. Ich war da damals nicht auf dieser Seite, ich war auf der Seite Schmidt-Kohl. Es war eine Minderheit bei jungen Leuten. Aber mich wundert, wie heute, die wird verkündet, die Mittelstreckenraketen kommen, sich keine Friedensbewegung rührt. So, das ist im Zweifel im Lichte des Na, ich weiß Ukraine-Krieges. nicht, wie die Wahlplakate vom BSW aussehen werden. Ja, gut, aber der BSW, wenn Sie, wir haben ein Diskussionsklima. Also also ich weiß nicht, was mit Armin Laschet gemacht wurde, aber dass er jetzt so nicht mehr in der ersten Reihe steht, scheint ihm gut zu tun. Also er scheint noch so, ja, diese konservative Idee des Ausgleichs zu haben und alleine, dass in so einer kriegstreiberischen Stimmung sich keine Friedensbewegung regt, das beunruhigt ihn schon bei seiner, obwohl er selbst ja politisch ja auf CDU-Linie ist. Wenn Frau Wagenknecht bei Frau Illner eingeladen wird, empören sich schon zig Leute, dass man überhaupt eine andere Meinung zu Claudia Major einlädt. Oder Herrn Massala oder wen auch immer. Ich stehe auf deren Seite. Aber unsere Gesellschaft krankt auch daran, dass wir die andere Meinung immer total diskreditieren. Naive, Putin-Gläubige und, und. Ich bin kein Pazifist, war ich nie. Aber es gibt auch ein Recht, was Pazifistisches zu sagen. Nee, aber Herr Laschet, das ist oft nicht pazifistisch, was Frau Wagenknecht sagt, sondern es ist einfach falsch. Ja, aber wenn einer Sind sagt. nein. Na, selbst wenn es mal angenommen, es wäre falsch, was Wagenknecht sagen würde, ich würde sagen, der Anteil bei dem, was transatlantische Propagandisten sagen, von dem, was falsch ist, ist wesentlich höher als bei Wagenknecht. Aber das ist jetzt nur meine Bewertung. Mal angenommen, es wäre falsch, so könnte es doch dennoch pazifistisch sein. Also Anja Kohl macht hier gerade keinen Widerspruch auf. Das müsste jedem denkenden Menschen ja eigentlich in der Einleitung schon klar werden. Ich möchte Nein, diese nein, Rak Frau Kohl, Sie wenn einer deklarieren sagt andere Meinung, 2026, falsche nein, redet nacheinander, dann als dürft ihr andere beide Meinung. hintereinander jetzt Nein, nein, damit nein, alle sie was hat eine verstehen. andere Meinung. Wer soll denn sonst die Gegenmeinung sein? Wenn eine Talkshow muss doch beide Meinungen Nein, das ist reflektieren. keine Meinung. Björn Höcke beispielsweise. Also es gibt zwei Parteien, die eine andere Ukraine-Politik wollen. Das sind AfD und BSW. Das sind falsche Fakten. Was ist das falsche Fakt? Aber das ist Putin, auch nicht. man muss wissen, mit Putin, sie hat zum Beispiel gesagt, der Staatsfeind Nummer eins im Deutschen. Eine andere Meinung kann übrigens auch mit falschen Fakten begründet werden. Also, das sind zwei Dinge, die sich überhaupt nicht widersprechen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen bewegen. Also, ich weiß gar nicht, wieso hier Anja Kohl einen Widerspruch aufmacht. Also, sie hat das jetzt schon mehrfach wiederholt. Sie scheint ein bisschen besessen von diesem Gedanken zu sein, dass es hier einen Widerspruch gäbe. Aber dass sich das, also diese Aussagen war falsch und Meinung A und Meinung B, dass das zwei unterschiedliche Ebenen sind, die man nicht vermischen sollte, das scheint bei ihr noch nicht angekommen zu sein. Im Bundestag hat Frau Wagenknecht das gesagt, sind die Grünen, nicht die AfD. Da hätte ich die in keine Talkshow mehr eingeladen. Nummer Ja, das ist ja erstmal keine Falschbehauptung, sondern das ist, wie gesagt, eine andere Meinung. Das ist eine normative Bewertung. Und Herr Kohl hat Wagenknecht hier gerade einen Vorwurf auf der deskriptiven Ebene gemacht. eins. Sie hat gesagt, Russland hat Interessen, Ukraine hat Interessen. Man weiß nicht so genau, wer hier wen überfallen hat. Falsche Fakten. Nein, das hat Wagenknecht nicht gesagt. Wagenknecht hat nur die gesamte Vorgeschichte des Konflikts aufgerollt und dann entsprechend ihre Meinung zu diesen beiden Konfliktparteien gesagt. Sie hat nicht gesagt, man wisse hier nicht, wer hier wen überfallen habe. Also die Ukraine hat 2014 ihre Antiterroroperation gestartet. Russland hat 2022 seine militärische Spezialoperation begonnen, die Wagenknecht auch immer wieder als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg klassifiziert hat. Also nee. Stimmt einfach nicht, was Kohl hier sagt. Also jetzt könnte man sagen, Anja Kohl bringt hier falsche Fakten, wenn man jetzt in dem Framing bleiben wollte. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben bei Putin. Nummer eins, Mordkomplotte auf deutsche Firmenchefs, Herrn Papegger von Rheinmetall und Ich will Beweise sehen.
andere europäische Chefs derzeit. Sabotageakte in Warschau auf ein Einkaufszentrum, in Litauen auf einen IKEA-Markt. Entführte Kinder in der Ukraine, die in Konzentrationslagern in Russland. Ich bin bewacht. Also, das habe ich bis eben gerade tatsächlich noch nicht gehört, dass es in Russland Konzentrationslager für entführte Kinder geben soll. Also ich kann jetzt auf die Stelle auch nicht falsifizieren. Ich weiß nur, dass die russische Version ist, wir evakuieren die Kinder hier halt nur aus der Kriegszone und bringen sie in Sicherheit. Die ukrainische Version ist, Russland entführt hier Kinder. Das sind die zwei Versionen, die sich da gegenüberstellen. Jetzt kommt Anja Kohl wirklich. Also, wenn es da Berichte geben sollte, schickt sie mir gerne zu. Ich weiß davon bis, ich habe davon bis eben gerade noch nichts gehört, dass es dort Konzentrationslager für entführte Kinder geben soll. Umerzogen werden, nein, lassen Sie mich zu Ende machen. Ja. Nur zu den Fakten. Um sie wieder in der Ukraine einzusetzen. Zivilbevölkerung in der Ukraine systematisch bombardiert. Die Energieinfrastruktur. Okay, ja, die Energieinfrastruktur. Also das ist tatsächlich, das sind tatsächlich zivile Ziele, verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht, die anzugreifen. Ja, okay. Zur Hälfte kaputt. Ein Kinderkrankenhaus in Kiew. Frau Nawalny, ja, Haftbefehl gegen Sie. Nicht zu reden von Herrn Nawalny. Kennen wir sein Schicksal. Kara-Murza verurteilt diese Woche zu 25 Jahren Haft in Russland. Oppositioneller, Demokrat und. Ich könnte es weiterführen. Und das, was Frau Wagenknecht in... Also Nawalny hätte in Deutschland übrigens auch wegen Volksverhetzung im Gefängnis gesessen. Also das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Talkshows zum Teil sagt, ist keine Meinung, das ist zum Teil falsche Fakten. Also dein Frau Punkt Major ist, hat es ganz klar ausgedrückt. Also man darf nur noch... Also Major hat übrigens gelogen. Da hat Sarah Wagenknecht auf ihrem Kanal übrigens ein kurzes Video veröffentlicht. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Major einladen, das haben wir jetzt gelernt. Nein, sie dreht es jetzt auch um. Nein. Entschuldigung, man darf sagen, ich will einen Frieden, ich will Friedensverhandlungen jetzt. Man darf sagen, ich glaube nicht, dass der Krieg... Ja, man kann auch sagen, die Erde ist eine Scheibe, ja klar. Sie diskreditieren das, also ist ja in Ordnung, kann man so was machen. Was ist die Basis sein, Frau Kohl, Laschet von Friedensverhandlungen? Wir haben die gleiche Meinung. Nein, ich was Frau ist Kara, die Basis von Friedensverhandlungen? Entschuldigung, ich habe die Frau Kara-Murza getroffen. Ja, Laschet und Kohl, Laschet und Kohl sind sich hier in der Sache einig, aber Laschet ist halt ein Demokrat, der will, dass andere Stimmen gehört werden und Anja Kohl ist... eben bewegt sich nicht auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und will Leute mit anderen Meinungen vom Diskurs ausschließen. Das ist der Unterschied. Betroffen und viele andere. Sie bauen mich nicht belehren über Russland. Nein, was ist ich sage nur, ich teile nicht die Meinung von Frau Wagenknecht, aber ich werde immer dafür eintreten, dass sie sie sagen darf. Friedensverhandlungen mit einem Kriegsverbrecher. Unterbrechen Sie doch nicht. Es wird am Ende so kommen. Es wird nicht militärisch auf dem Schlachtfeld zu Ende gehen. Und der Präsident, über den wir gerade reden, das wäre das Schlimme, wird es möglicherweise am Ende machen. Was wollen Sie machen? Deshalb, Gebiete abtreten? Ich bin doch Ihrer Meinung. Sie brauchen doch nicht auf mich einreden. Sagen Sie noch mal, was Sie machen wollen mit Putin. Ich würde mal einfach empfehlen... Also, Putin ist böse, deswegen darf man nicht mit ihm reden. So, also müssen wir ja aus vergangenen Kriegen, wenn der Gegner böse ist, dann darf man nicht mit ihm reden. Nehmen wir den Vietnamkrieg. Da durfte man nicht mit den bösen Kommunisten reden. Das sind ja Verbrecher, die wollten ja Weltherrschaft und alles Mögliche. Und wenn Vietnam fällt, dann ist ganz Asien bald in der Hand dieser verdammten Kommunisten. Was hat man am Ende gemacht? Man hat mit dem kommunistischen Nordvietnam über einen Abzug verhandelt. In Afghanistan das Gleiche. Die Taliban, böse Islamisten, mit denen darf man nicht reden, obwohl man sie vorher mit Geld und Waffen beliefert hatte in den 90er Jahren. Andere Geschichte. Mit denen darf man nicht reden. Was haben die USA am Ende gemacht? Sie haben mit den Taliban einen Abzug verhandelt. Also sowohl in Vietnam als auch in Afghanistan hätte man ohne dieses moralische Framing mit einem sachlichen Herangehen an diese Konflikte wahrscheinlich Kompromisslösungen herausholen können. Man hätte wahrscheinlich nicht so eine totale militärische Niederlage erlitten, wenn man früher zu Verhandlungen bereit gewesen wäre. Das war man in beiden Fällen nicht. In beiden Fällen hat man auf Sieg gesetzt, den Gegner verteufelt und am Ende hat man verloren. Und genau das wird in der Ukraine wieder passieren, wenn man in westlichen Hauptstädten nicht bald zur Besinnung kommt. Und mit westlichen Hauptstädten meine ich nicht so sehr Washington, die USA kennen ihre Interessen hier, glaube ich, ganz genau. Die wissen ganz genau, dass an diesen Dämonisierungen Putins relativ wenig dran ist. Aber in unseren europäischen Hauptstädten, ja, da finden solche Überlegungen nicht statt. Da setzt man sehr stark auf dieses moralische Framing. So, man sieht hier bei Anja Kohl ja, wie gebrainwashed manche Leute wirklich sind.
Das ist ein Teil der Spaltung unserer Gesellschaft, dass die, die etwas anders sehen, diskreditiert werden, in die Ecke gehen. Das hat bei Corona begonnen, das haben wir jetzt schon wieder. Und die Gesellschaft. Das war schon 2014 so, beim ersten Aufflammen der Ukraine-Krise. Die Gesellschaft wird immer wütender und deshalb brauchen wir eine Diskussionskultur. Was Anja Kohl meint, ist, dass sie redet vom Frieden, die Wagenknecht, aber sie sagt ja nicht, zu welchen Bedingungen. Ja, aber wie war das denn 1983? 300.000 im Hofgarten haben gesagt, Frieden schaffen ohne Waffen. So, ich war anderer Meinung. Aber wir haben das trotzdem toleriert, dass man auch Pazifist sein konnte. Das heißt, Herr Laschet, jetzt müssen Sie einen Punkt machen. Sie wollen mit Putin verhandeln? Ich nicht. Was ist die Basis? Frau Kohl, Sie verstehen, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt absichtlich machen oder nicht. Nein, Sie müssen eine Aussage treffen. Hören Sie doch zu, ich habe Ihnen doch recht gegeben. Ich will mit Putin jetzt nicht verhandeln. Ja. Aber ich habe Respekt vor einer anderen Meinung und den vermisse ich bei der Tonlage, wie Sie über andere reden. Darf ich nochmal auf... Fassen wir zusammen, manche Leute wie Anja Kohl sind vollkommen intolerant und andere wie Armin Laschet haben sich doch dieses Mindestmaß an Demokratiebefürwortung und Verteidigung der Meinungsfreiheit bewahrt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer faktisch recht hat. Es wurde ja immer behauptet, Sarah Wagenknecht verbreite Falschinformationen und denke sich Zahlen aus. Nun. Ein Beispiel sind ja diese 90 Milliarden, die Deutschland fürs Militär ausgibt. Da hat Claudia Major gesagt, 90 Milliarden, das stimme überhaupt nicht. Deutschland gebe viel, viel weniger aus, das seien falsche Fakten. Naja, jetzt hat Sarah Wagenknecht auf ihrem Kanal ein sehr interessantes Video veröffentlicht, wo wir uns mal kurz anschauen, wer hier tatsächlich die falschen Fakten verbreitet. Inzwischen bei 90 Milliarden, also eine gewaltige Aufrüstung, oder auch wenn wir das global das sehen, nicht Zahl, ich meine immer Milliarden. Wieder, das sind die NATO, natürlich, das ist nach NATO-Kriterien. Ist der Deutsche. Ich glaube, dass ich ein anderes Verhältnis zu Fakten habe als Sie. Okay. Kommen wir bei 72 Milliarden raus? Nein, 90 ist falsch. Und all die Dinge, die Russland in den vergangenen 20 Jahren gemacht hat, sind geschehen, nachdem wir begonnen haben, uns zurückzuziehen und die Zahl der Kräfte zu reduzieren. Sehr offensiver Rückzug, wenn man sich die Karte hier immer anschaut. Lasst es mal auf euch wirken. NATO-Erweiterung. Gut, die Ukraine und Georgien, also Ukraine ist hier, Georgien ist hier. Die sollten noch dazukommen, wenn es nach den Plänen der NATO gegangen wäre. Oder zumindest nach den Plänen der USA. Die Schweiz hat eine große Konferenz gemacht, zigmal den Kreml nachgefragt, ob sie kommen wollen. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, das stimmt. Und die sind nicht gekommen. Erstens. China ist deswegen nicht gekommen, weil Russland nicht eingeladen war. Ja. Also, war auch in allen Medien, dass Russland eben zu dieser Friedenskonferenz nicht eingeladen war. Also so viel zu falschen Fakten. Die Bahn finde ich übrigens sehr gut, was das BSW mittlerweile hier fähig ist, für Videos zu machen. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Zum Abschluss nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Folgt mir bitte auf Odyssee, folgt mir bitte auf Rumble. Kanäle waren hier gerade eingeblendet. Ich blende nochmal Odyssee ein. Links zu Odyssee und Rumble findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir dort folgen wollt, dann könnt ihr diese Kanäle also auf keinen Fall verpassen. Dort erscheinen die gleichen Videos, die hier auf YouTube erscheinen, nur meistens etwas früher. Das heißt, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bezüglich meines Kanals hier sein wollt, dann folgt mir am besten auf Odyssee und Rumble.